Willkommen zurück bei Miss Survival. Ja, was macht man jetzt? Ja, uns geht's eigentlich noch ganz gut. Eigentlich. Da haben wir wieder einen Kanister voll. Mit Biofuel. Ja, da haben wir noch ein bisschen Biofuel. Hat man nicht mal einen... Ich nehme mal einen ganzen Kanister. Kann ich eigentlich Biofuel hier reinkippen? Nein. Was haben wir hier drin? Okay. Ja, sowas könnte man vielleicht mal so nach und nach trinken. Okay, da ist noch normales Benzin. Nee, ich will jetzt da nicht durchpennen. Was brauchen wir denn jetzt noch alles? Okay, das ist fast fertig. Oh, so ein Grinder können wir uns eigentlich mal bauen. Zehn Stück. Uff. Einfach nur uff. Was brauche ich für so eine Repair Bench? Oh Gott. Nee, aber die brauche ich auf jeden Fall. Stellen wir dann gleich daneben. Generator, nein. Repair Bench. Das ist eine Workbench. Repair Bench. So. So, das kann ich mitnehmen, das kann ich mitnehmen. Jetzt 12. Sprich, ich könnte 3 Gears bauen. Was 2 Stunden dauert. Dann kann ich nochmal 3 Gears bauen. Und... echt alle für. So. Es gibt noch ein paar Stunden. Was brauche ich denn für so eine Lampe?
Electronical Part, okay. Aber diese Electronical. Ah, oh, Moment. Das ist nur das letzte. Eine Kiste, ja. Hm. Woher auch immer ich diese Kiste bekomme. Okay, dann essen wir das mal. Was? Ich hätte noch ein Gear? Okay. Interessant. So, ich will jetzt durchschlafen bis zum nächsten Tag. Ja. Was? Ich habe eine Lebensmittelvergiftung? Wenn ich jetzt halt wüsste, von was? Nicht hygienisches Essen. Wow. War damit jetzt die Cola gemeint, oder? Kaum habe ich das Essen im Kühlschrank, ist es nicht mehr hygienisch. Wahnsinn. So, dann will ich jetzt mal in die Mine fahren. Ach Gott. So. Sind dann nochmal 8 Liter. Dann brauche ich Firewood. Genau. Das soll er dann auch runterschmeißen. Genauso hatte ich mir das gedacht. Vielen Dank dafür.
Ey, das ist doch ein Witz. Eieieiei. Oh, Antibiotika. Das denke ich nicht das Schlechteste, was man da machen kann. Ein bisschen wenig Zunder. Achso, ein bisschen wenig Baumrinde. So, dann fahren wir mal. Schauen wir, ob jetzt was gerespawnt ist in der Mine. Ah, ich glaube, ich habe mir echt irgendwo einen Stein in den Reifen gefahren. Ist immer so am Klappern. Warum er da jetzt so rübergesprungen ist, keine Ahnung. Das ist auch, weil das Fleisch nicht ganz durchgebraten ist. Also die Lebensmittelvergiftung. So. Nein, du hast noch nichts nachgespawnt. Oh, aber das hier habe ich übersehen. Oder es ist schon was nachgespawnt. Nur halt eben zufällig. Ja, definitiv ist da was nachgespawnt. Also nach einem Tag spawnt da schon ein bisschen was nach. Gut zu wissen.
nachvollziehen lassen, was das mit der Lebensmittelvergiftung auf sich hat. Ich weiß, die jetzt genau kam. Ja, es kann auch wirklich durch die Cola sein, die noch 30% gut war. Nur ein bisschen Eisen. Dann ab nach Hause und wieder einschmelzen. Ja, eventuell schaue ich mal auf, ob ich auf dem Weg noch ein, zwei Autos zerleg. Jo, schnappen wir uns mal so ein versunkenes Auto hier. Das ist überhaupt was, ja. Das ist aber überraschend wenig gewesen. Aber wirklich viel Schaden macht das ja nicht. Nein, hätte ich nicht machen sollen. Oh, ich habe immer noch die Axt. Okay. Nee, das... Hallo? Tritt voll auf die Bremse und er fährt einfach weiter. Na komm. Na komm. Hä? Okay. Interessant. Bin irgendwie drauf vorne, aber es passiert nichts.
Okay. Fässer abbauen. Hier kann ich jetzt gar nichts abbauen. Kann aber auch vielleicht damit zusammenhängen, dass die Axt eigentlich schon kaputt ist. Ja, ab nach Hause. Optimal. Ja. Das war gut. Au. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Ich sollte den da unten auch vielleicht mal einen Besuch abstatten. Der gelaufen ist jetzt keiner. Equipment. Ja, okay. So. Eins, ey. Wow. So. Okay. Dann gehe ich mal ins Haus rein, weil wir dann auch soweit mit dieser Aufnahmesession durch sind. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Myst Survival. Tschüss.